German leader Angela Merkel has signaled her exasperation with Russia over the Ukraine crisis. In a speech to the nation's parliament, she articulated a hardening of Berlin's stance to Moscow. Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland. Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die direkte oder indirekte Beteiligung Russlands an den Kämpfen in Donetsk und Luhansk. Das Vorgehen Russlands stellt die europäische Friedensordnung infrage und bricht internationales Recht. Noch immer ist die Situation in Luhansk und Donetsk weit entfernt von einem Waffenstillstand. Und deshalb sind und bleiben drittens wirtschaftliche Sanktionen weiterhin unvermeidlich. Germany has expended considerable diplomatic efforts to convince Putin to reverse course in Ukraine, but the tone and content of Wednesday's speech appears to signal that diplomacy, like sanctions, is not working.